Also das Bild, mit dem der Westen hantiert, ist veraltet. Komplett. Ja, gerade in der Kunst finde ich es auch spannend, wenn wir darüber reden, okay, die Postmoderne war wie so ein Multiplikator, auf einmal ist alles möglich. Die Chinesen hatten bis vor 20 Jahren nicht so diesen Zugang dazu. Und jetzt haben sie den. Also so China ist sozusagen der Multiplikator der Postmoderne. Also alle lernen gerade durch praktisches Nachvollziehen ganz viel und sind noch dabei, sage ich mal, so eine eigene Sprache auch zu entwickeln. Ich muss dringend empfehlen, das sozusagen zu revidieren und empfehle jedem halt hier, der die Möglichkeit hat, hierher zu kommen, weil ich habe schon gedacht, dass ich wiederkommen will, aber ich habe nicht gedacht, dass das so massiv mein Wunsch werden würde. So, ich will auf jeden Fall wiederkommen, definitiv. So, und, ich bin nach Jinjiang gekommen und wusste, okay, hier geht es um Keramik. Hier wurde sozusagen mehr oder weniger das Porzellan erfunden. Hier ist in der Nähe der Ort, der heißt Kaolin oder Kaolin, woher, das ist ja mehr oder weniger der Hauptbestandteil von Porzellan. Also hier ist sozusagen der Urknall für Keramik, für Porzellan. Also Keramik gibt es mehrere Orte, aber Porzellan ganz speziell hier. Alleine der erste Spaziergang durch die Sculpture Factory war so, ich habe innerhalb von einer halben Stunde mehr über Formbau lernen können, als ja, wenn ich, weiß ich nicht, wochenlang im Internet mir Tutorials auf YouTube angeguckt hätte. So. Und das ist nur so, das ist nur, weil ich selber Formbauer bin, ist das sozusagen halt eine Sache, die mich ja ganz besonders interessiert hat. So. Und, du meintest, dass du quasi unglaublich viel auch jetzt schon gelernt hast, ne, ja, in der Zeit, in der du hier warst. Aber nimmst du quasi unabhängig von dem, was du jetzt gelernt hast, auch noch irgendwas mit? Also Form, gekaufte Porzellanvasen, Kunst etc.? Also in meinen ersten Tagen hat es mich dann halt auch gepackt, sozusagen auf diesen verschiedenen Märkten dann halt so kleine Teeschalen zu kaufen. Also ich habe dann angefangen, mir so ein komplettes Teeset zusammen zu kaufen, wobei ich eigentlich gar nicht so viel Tee trinke, sondern eher Kaffee. Macht nichts, meine Eltern trinken Tee so und ich glaube, das ist das charmanteste Mitbringsel, was ich mir vorstellen kann, so, also Teekultur und dann in so einer Stadt wie Jinjiang kaufe ich mir natürlich diese kleinen Becher, so auf der einen Seite, weil ich sie sehr schön finde und weil die einfach wahnsinnig gut gemacht sind, die Qualität ist extrem hoch, also schlechte Sachen findet man einfach nicht, es ist unglaublich und mich interessiert natürlich auch, dass, also ich sammle halt hauptsächlich weiße kleine Teebecher, weil ich da dann auch die verschiedenen Farben, Farbtemperaturen des Porzellans sehen kann, so, was ich natürlich spannend finde, weil meine Arbeiten grundsätzlich eher nicht farbig sind und eher mit dem Farbspiel und den unterschiedlichen auf den unterschiedlichen Weißtönen, sage ich mal, beruhen. Ich bin Hannes Uhlenhaut, bin Stipendiat der Kunststiftung des Freistaats Sachsen. Mit der Hilfe des Goethe-Instituts bin ich nach China gekommen, eigentlich Resident in Beijing in der Red Gate Residency und jetzt hier in Jinjiang und Resident im Tong Makerspace. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren hauptsächlich mit Porzellan und mir geht es in meiner Beschäftigung eher darum, Möglichkeiten zu finden, dieses schon sehr traditionelle und in einem größeren geschichtlichen Bild eingeordnete Material neu zu erfinden oder Möglichkeiten zu finden, etwas Zeitgenössisches da reinzubringen. So im Sinne von, okay, es ist ein altes Material, aber wir sind ja nicht mehr, also Zeit hat sich geändert und es gibt neue Möglichkeiten, damit umzugehen, Bedingungen und die sollten wir halt auch versuchen wahrzunehmen. Also das Zeitgenössische in die Tradition hineinbringen. Ungefähr so. Porzellan ist ein Material, was ganz stark das Bild von Sachsen geprägt hat. Meißen, ja, ja. So der komplette, also der Staat hat seine Bedeutung
damals durch dieses Material bekommen. Da gibt es die Referenz das weiße Gold und es ist ziemlich spannend, wie ein Material, was heutzutage ja, relativ verbreitet ist. Also wir haben Teller, wir haben Toiletten, ne? Was aber damals relativ schwierig zu bekommen war, ein wahnsinnig teures Luxusgut darstellte. So. Ja, das interessiert mich. Das interessierte mich damals, als ich damit angefangen habe. Und heute ist es halt so, dass wenn man sich mit einer Sache auseinandersetzt, man wird quasi aufgesaugt von diesem Material. Und mich interessieren High Heels, Schuhe, als Fetischobjekte, aber auch als kulturelle Objekte, weil sozusagen ein Schuh, wenn er gut gemacht ist, wirklich eigentlich einen skulpturalen Effekt hat. Also ein gut gemachter Frauenschuh, natürlich auch ein gut gemachter Sneaker oder auch ein gut gemachter Herrenschuh. Also, ne, aber gerade halt so High Heels haben noch so eine besondere ja, sexuelle Konnotierung. Es ist ein Gegenstand, der fetischisiert wird. Arbeite ich mit diesen Schuhen nicht, dass ich einfach bloß den Schuh abforme, sondern für mich ist das der Schuh der Beginn für eine Erfindung, eine skulpturale Erfindung. So, und ich erfinde sozusagen aus dem Schuh dann etwas. Also das ist, sieht meistens, ja, ich will nicht sagen Beine, aber vielleicht sind es Beine. Es sind eher so Erfindungen, nicht figürliche Erfindungen, genau. In Jinjigen habe ich dann die High Heels gefunden, habe die skulptural bearbeitet so, und diese Schuhe dann mit nach Jinjigen gebracht, habe dann den Shifu, einen Moldmaker, gefunden, der mir dann sozusagen ganz schnell die dazugehörigen Formen gebaut hat und genau, und dann habe ich einfach angefangen, diese Schuhe auszugießen und überlegt, wie kann ich mit diesem Ort umgehen, auf den ich nicht vorbereitet war, ohne jetzt einfach da zu stehen und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, weil alles, was ich machen könnte, ist nicht vorbereitet. Also habe ich gesagt, okay, ich versuche einfach meine Technik im Beschnitzen von Keramik halt weiter zu entwickeln. Das war etwas, was ich halt in Deutschland gestartet habe, so, was mich gerade halt auch sehr interessiert und genau, und schnitze seitdem fleißig Flammen in Schuhe. Genau. Habe bestimmte Sachen gelernt, bestimmte Fähigkeiten entwickelt so und bin hierher gekommen und habe festgestellt, oh mein Gott, alles, was ich nicht kann, wird sozusagen hier hinzugefügt, weil hier Techniken vorhanden sind, weil hier Leute vorhanden sind, die sozusagen diese ganzen Fehlstellen, die mein jetziger Prozess noch aufweist, einfach aufgefüllt werden, beziehungsweise diese Fehlstellen um ein Vielfaches erweitert. Gut?